Hallo zusammen, hier ist euer Jörg, euer Taschenfreak. Bin unterwegs zu einer Fotosession und habe von Manfrotto heute einen Roller, Trolley, Rucksack dabei aus der Pro-Line. Reloader Switch 55, glaube ich, heißt er. Ihr Lieben, ich habe den im Kofferraum, ich werde euch den nachher vorstellen. Ich habe den vollgepackt heute mit Zeug, habe deutlich mehr reingepackt, als ich jetzt eigentlich brauche, um euch eben zu zeigen, was da so reingeht. Und ja, wenn ich angekommen bin, und dann drehen wir vielleicht noch ein kurzes Video. Ich hoffe, dass ich das jetzt alles auf die Kette heute kriege. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, ich habe noch ein bisschen Pause. Die Tasche, die ich euch gleich zeige, das ist ein Manfrotto Trolley. Diese Pro-Line ist, glaube ich, irgendeine spezielle Taschenlinie. Da gibt es Schultertaschen, da gibt es Rucksäcke und da gibt es eben auch Trolleys. Das Besondere an dem Trolley, und deswegen wollte ich diesen Reload Switch 55 mal testen, ist, er hat nicht nur zwei Rollen, stabiles Trolley-Gestänge und ein hohes Ladevolumen, in Anführungszeichen. Er hat ein Notebook-Fach, er hat ein Tablet-Fach, er hat ein TSA-Schloss, er hat bei der Öffnung und Schließung des Hauptdeckels, wo man den kompletten Zugriff auf das Fotofach hat, seitlich zwei Bänder, dass der Deckel nicht immer in den Dreck fällt, sondern schön gerade stehen bleibt. Super viele Einzelfächer, also die Details haben mir super gut gefallen. Aber das Besondere ist, er ist nicht nur ein Trolley, den man hinterher zerrt und zieht, sondern er hat auch ein Rucksackgestell, das man aus einem Fach rausholen kann, einklinken kann und das Teil dann auf den Rücken werfen kann. Das ist Geschmackssache und natürlich ist das logischerweise auch immer ein Kompromiss. Es ist kein Rucksack, es ist kein Wanderrucksack. Der wird natürlich nicht den Komfort haben, den man jetzt bei einem, ich sag mal, Deuter-Tragegestell oder bei einem Manfrotto-Rucksack oder bei einem Compagnon, was auch immer, Rucksack eben hat, wenn man lange unterwegs ist. Oder jetzt wie zum Beispiel bei dem Lowe Pro Protectic 450, den hatte ich euch ja auch vorgestellt. Super bequemes Tragegeschirr. Das macht super viel Spaß. Das ist da nicht der Fall. Es ist ein Kompromiss, wenn eben das Kopfsteinpflaster mal viel zu grob ist, man eine viel zu lange Strecke, zum Beispiel Treppen steigen muss, irgendwo zu einem Turm hoch, wo man eben mit dem Trolley so nichts anfangen kann und ihn eben nicht an einem der zwei Griffe, entweder an der Seite oder oben, durch die Gegend wuchten will, sondern eben ihm das Gewicht, was in so einem Trolley ja schon eine ganze Menge ist, auf die Schulter verteilen will. Und genau das kann der Reload Switch 55, ich glaube, ich muss diese Produktnamen vorher ein bisschen besser üben. Der kann das ziemlich gut. Ich selbst finde ihn jetzt nicht super bequem, aber das funktioniert schon. Und ich zeige euch gleich jede Menge Fotos und ich zeige euch auch da nochmal, was drin ist. Bis gleich. Lieben, das ist das gute Stück. Der Manfrotto Reload Switch 55, Reloader Switch 55 aus der ProLite-Serie. Wirklich, ein richtig schickes Teil. Ich zeige es euch nochmal. Wir haben hier eine Stativschell. Ich habe hier mein Gizzo GT2545 mit dem Kopf dran. Kommt hier unten in so einen Neoprenbeutel, quasi in so ein Fach, wo das Stativbein reinkommt. Klickverschlüsse, mit denen ihr es auf und zu machen könnt. Wir haben hier oben im Notebook-Fach ein Tablet-Fach. Das ist leider für 10,5 Zoll mit Smart Cover etwas eng hier in diesem Fach, aber deswegen passt es ins normale Notebook-Fach natürlich auch mit rein. Hier kann man auch ein normales 13-15 Zoll Notebook reinstecken, Unterlagen. Wir haben hier oben noch mal ein kleines Fach, in dem hier iPad-Stift und Kabelchen und so ein Kram reinkommen. Super abgetrennt. Und in diesem Vorfach, da ist das ominöse, von dem ich euch vorhin erzählt habe, Rucksacktragegeschirr drin. Ominös ist eigentlich das falsche Wort, weil es ist super gepolstert. Es ist aber leicht und flexibel, wie ihr jetzt hier seht. Und es wird mit diesem Haken hier unten dann entsprechend eingehängt und so tragt ihr quasi die Front des Reloader an eurem Rücken. Das heißt, das, was jetzt im Kofferraum auf dem Boden liegt, kommt nicht in Kontakt mit eurem Rücken, sondern die in der Regel sehr saubere Front des Rucksacks. Das ist eigentlich ganz gut gelöst und wie ihr seht, wie ich es jetzt hier gerade mache, einfach ein bisschen reingeknorzt oder reingequetscht und dann ist da alles drin. Das Hauptfach selbst hat dann mit TSA-Schloss versehen. Ist eigentlich ganz gut. Solltet ihr das Köfferchen dann doch mal, obwohl es Fluggepäckmaße hat, doch mal aufgeben oder Handgepäckmaße aufgeben müssen, dann könnt ihr es hier zumachen. Und jetzt kommt das zum Tragen, was ich euch, ich drehe es mal ein bisschen rum, was ich euch vorhin schon gezeigt habe, wenn ihr den Koffer aufmacht, der Deckel bleibt stehen durch eben diese Bänder hier. Das ist eine richtig schicke Sache. Wir haben oben zwei Netzfächer, ich habe hier meine AirPods drin. Hier ist nochmal so ein Ersatz. Reißverschluss, Pömpel, an dem ihr die Reißverschlüsse gut aufmachen könnt. Wir haben hier nochmal ein Fach, da habe ich jetzt meine Speicherkartengeschichten und Akkus und solche Sachen drin. Hier unten ist auch nochmal ein Fach für Putzzeug, was auch immer ihr da reinpacken wollt. Ja, und dann sehen wir hier
die Insta360, die DJI Osmo, die Panasonic FZ2000, die Fernbedienung für den DJI Mavic Pro, die hier unter meinem Kabeltäschchen ist. Wir haben übrigens in Rot, da sind Gel-Pads mit drin, die Trenner in Rot, und die grauen sind quasi die normalen Trennwände. Das 5018, die Nikon Z6 mit dem 2470, die Fernbedienung hatte ich euch eben schon gezeigt, die Leica Q mit dem 2817, hier unter der Blockflötentasche, in der übrigens mein Selfie-Stick für die Insta360 ist, habe ich den Akku für die DJI Mavic und das große fette Nikon 200-500 VR, und das alles in diesem Trolley, Rucksack, wie auch immer ihr es nennen wollt, den Reloader Switch 55. Also ich sage euch ehrlich, Farbgebung schwarz mit roten Akzenten gefällt mir extrem gut, und ja, also tut was, dezentes Logo, Materialien echt gut verarbeitet. Die Rollen sind übrigens auswechselbar. Das sind so Inline-Skater-Rollen mit einem Gummibelag. Die sind auch nicht ganz so laut auf dem Kopfsteinpflaster. Stabile Füße, und er fällt wirklich, auch wenn hier vorne viel Notebook und alles mit drin ist, er fällt nicht um. Er steht also wirklich sehr, ich hoffe, das ist nicht allzu sehr wackeldackelt, das Video, er steht sehr stabil und fällt hier nicht um. Trotz des Statives, das Ganze ist wirklich sehr solide. Er hat oben den Handgriff, und er hat an der Seite, wo das TSA-Schloss ist, auch nochmal einen Handgriff, dass man ihn eben längs als Koffer tragen kann. Auf der Rückseite, ich drehe ihn mal ein bisschen rum, und ja, ich hätte meinen Kofferraum durchaus mal aussaugen können. Auf der Rückseite finden wir Standardrücken im Prinzip. Hier kann man nochmal Visitenkarten oder was auch immer, ich sag mal, von seiner Akkreditierung vielleicht was reinstecken, und eben das ausziehbare Gestell, das auch an verschiedenen Stellen dann einrastet und auch unten im Rucksack hier in der Nische quasi auch entsprechend einrastet. Also das Ding kann was, das Ding, der Reloader Switch 55 aus der ProLight-Serie von Manfrotto. Designed in Italy, produziert wahrscheinlich nicht in Europa, aber sei es drum, das Teil macht hier einen echt guten Job. Gefällt mir, ich werde ihn jetzt beim Shooting auch ein bisschen einsetzen und später noch mal ein bisschen darüber berichten. Bis dann, ciao. Hi ihr Lieben, Fototermin abgeschlossen. Eine kleine Zusammenfassung zum Manfrotto ProLine Reloader Switch 55. Ich denke, bis zum Schluss des Videos kann ich auch die Begriffe. Was gefällt mir gut? Das Material, die Rollen, das TSA-Schloss, die Bänder, die den Deckel davor bewahren, ganz umzuklappen, das Notebookfach, die Möglichkeit, ihn mal als Rucksack zu tragen, würde ich allerdings als Kompromiss bezeichnen, denn das geht bequemer, aber es funktioniert. Die Reißverschlüsse, die kleinen Reißverschlusspömpel, an denen man das Teil aufziehen kann. Das Volumen, das Innenvolumen ist sensationell, und trotzdem sieht der Außen relativ smart aus. Die Stativhalterung ist echt gut gelöst. Das gefällt mir an vielen anderen Trolleys nicht, ist hier klasse. Und Stativhalterung, die vielen Innenfächer, die sind gut gemacht, auch wiederum mit diesen Reißverschlusspömpeln. Die Trennwände, gerade auch die roten, und in Summe auch, dass sie sehr hell gemacht sind, gefällt mir extrem gut. Schwarze Inneneinteilung ist nicht meins. Hell ist viel besser, weil man die Sachen einfach besser findet. Ja, was haben wir denn noch so? Die Rollen hatte ich schon erwähnt. Das ist Standfestigkeit. Das Ding fällt nicht um. Es steht wirklich gut. Ich bin auch vorhin mal, als er da gestanden hat, mal dran geschubst. Jetzt nicht so richtig geplant, aber er ist dabei nicht umgefallen. Und das, obwohl das Stativ auch seitlich dran war und damit ja die Gewichtsverteilung nicht so ganz zentral mittig ist. Das gefällt mir wirklich alles sehr, sehr gut. Was gefällt mir nicht? Die Rucksackmöglichkeit, die finde ich jetzt nicht bequem. Das ist immer auch abhängig vom jeweiligen Körper. Da bin ich jetzt sicherlich kein Standardmaß. Also das irgendwie ist nicht meins. Aber es ist ja auch ein Trolley. Das Rucksackthema sollte ein Kompromiss an der Stelle sein, bleiben und ich glaube auch so gesehen werden. Also alles in allem, schickes Gerät. Das Gestell zum Rausziehen, der Handgriff quasi zum hinterher Trollin, der ist gut, der ist lang genug, auch ich mit meinen großen Füßen, langen Beinen, ich bleibe nicht mit der Hacke an dem Trolli hängen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das passt, ja, und was mir wie gesagt nicht gefällt, ist nicht ganz so gut gefällt, das soll kein Gemecker sein, ist diese Rucksackmöglichkeit, aber es ist eben eine Möglichkeit. Kompromiss, hatte ich schon erwähnt, haben wir durch. Damit haben wir Pro und Cons, Reloader Switch 55 von Manfrotto, und an der Stelle Transparenz, ich habe das Produkt bereitgestellt bekommen, um es euch zu zeigen und zu benutzen. Und ja, vielen, vielen lieben Dank dafür. Das war euer Taschenfreak. Das war der Sonntagnachmittag. Und wenn ihr Fragen habt, tippert sie unten rein ins
Blogposting dazu. Link kommt auch unter dem Video. Werde ich euch natürlich noch mal ein bisschen die Pros und Cons, was mir so gefällt und was mir nicht gefällt, noch mal reinschreiben. Jetzt habe ich wirklich die ganze Zeit mit der Sonnenbrille gesprochen. Das ist super. Ihr Lieben, habt einen schönen Sonntag, habt tolles Licht und ja, schaut euch das Teil mal an im Netz. Bis bald. Ciao, ciao, lieber euer Jörg.